Welche Schlussfolgerungen kann man denn jetzt wirklich für Deutschland ziehen aus diesem schweren Unglück in Japan? Ja, dass auch so ein Hochtechnikland wie Japan nicht in der Lage ist, so einen Unfall vernünftig zu handeln, dazu wäre Deutschland auch nicht in der Lage. Und es gibt in Deutschland jetzt akute Probleme, die einen schon grübeln lassen. Also wenn ich das erzählen darf, der Deutsche Wetterdienst hat die Messstation angewiesen, vom 16. März an keine Messdaten mehr über die deutsche Luft und den deutschen Niederschlag zu veröffentlichen, denn es um Radioaktivitätsmessungen geht. Da fragt man sich, was diese Leute reitet. Das ist nach Tschernobyl so festgelegt worden. Da hat die Bundesregierung neidvoll auf die DDR geguckt, wo praktisch nicht veröffentlicht wurde an Messwerten. Das hatten sie vor, beim nächsten Unfall auch so zu machen. Und das fängt jetzt schon an, bei einem Unfall in Japan. Ja, weil sie die Panik verhindern wollen? Oder ja, aus was für Gründen auch immer. Das halte ich für absolut unangebracht. Das muss man wissen. Und das Vertrauen in die amtlich bestellten Bewerter solcher Zahlen, das hält sich bei mir sehr in Grenzen. Also das möchte ich schon selber sehen. Und da gibt es auch keinen Weg, dass man diese Zahlen dann doch noch veröffentlichen lassen muss? Ja, da muss man drum kämpfen. Bloß die Idee schon, das zu verbieten, finde ich ausgesprochen skandalös und beunruhigend.